Hallöchen zusammen, heute möchte ich euch mal den Inhalt meiner Pinkbox August zeigen. Auf der Beschreibung ist bei mir einmal das Florena Dreierpflegeset, bestehend aus zwei Handcremes. Die eine von beiden ist mit Bio Aloe Vera, Feuchtigkeitspflege für beanspruchte Hände. Finde ich gut. Also Handcremes finde ich generell immer gut. Diese Mini-Größen kann man auch immer gut gebrauchen, um sie in die Handtasche zu stecken. Die zweite ist mit Bio-Kamille, milde Pflege für empfindliche Hände. Ja, genauso gut, weil klein, passend für die Handtasche und Handcreme kann man halt einfach immer gebrauchen. Das dritte im Pflegeset ist von Florena die mattierende Tagespflege. Die ist für Mischhaut, auch eine Probiergröße. Normalerweise verwende ich die mattierende Tagespflege von Arc, aber ich werde diese auch mal testen, ob die vielleicht nicht besser ist als meine, die ich jetzt schon seit längerer Zeit benutze. Als nächstes ist in der Pinkbox von Pantene Pro-V die 1-Minuten Wunderampulle. Die soll Haarschäden von 6 Monaten in einer Minute reparieren. Ja, bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich hatte bis jetzt noch keine Kur, die Haarschäden so schnell reparieren konnte. Das hat meistens dann der Friseur getan, indem er die Spitzen einfach abgeschnitten hat. Ich färbe mir auch die Haare und habe jedes Mal das Problem nach dem Färben, dass meine Haare trocken sind, spröde, die Spitzen kaputt. Und ja, bisher bin ich dann halt meistens zum Friseur gegangen und habe mir die Spitzen schneiden lassen, sodass sie dann wieder gesünder aussahen und nicht so strohig. Als drittes ist von Trackle Moon Raspberry Kiss dabei. Auch eine Sonderreisegröße hatte ich schon mal gehabt. Das riecht halt einfach wunderbar. Das riecht so schön fruchtig und frisch und ist einfach toll. Also es pflegt super und ist eigentlich auch immer weiter zu empfehlen. Gibt es auch noch andere Sorten davon? Für diejenigen, die halt Raspberry nicht mögen. Aber ansonsten ist es super weiter zu empfehlen. Das ist super toll, riecht gut, fühlt sich gut auf der Haut an. Und ja, einfach super. Als nächstes hatte ich hier auch eine Probiergröße Micellar Cleanser für die sensible Haut. Und das ist ja Make-up-Entferner-Tücher für das Gesicht und die Augen. Werde ich auch einfach mal ausprobieren, mal schauen, ob das was ist. Ich bin da so ein bisschen empfindlich, also ich vertrage nicht alle Make-up-Entferner, erst recht nicht an den Augen. Ja, mal schauen. Was haben wir denn noch? Flora Mare. Eine regenerierende Nachtpflege. Das ist, denke ich mal, die Full-Size-Größe. Ja, ist die Originalgröße mit 50 Milliliter. Ja, Nachtpflege habe ich bisher keine benutzt. Ich hatte, wenn dann, eine Kombinationscreme oder eine einfache mattierende Tagespflege, die ich dann halt nachts nach dem Abschminken einfach nochmal benutzt habe. Probiere ich mal aus. Also ich bin ja immer für neue Sachen offen. Und schauen wir mal, ob die gut ist. Da war noch dabei einmal eine Probe für die Körpercreme. Und einmal eine Kombinationstages- und Nachtcreme. Auch eine Probe. Ja, was war sonst noch? Meine Zeitschrift. So ist Italien. Super für mich, da werde ich wieder einige Rezepte draus ausprobieren. Mal schauen, ob ich davon auch mal ein Video mache, welches der Rezepte ich ausprobiert habe und ob es auch so gut funktioniert hat und wie es geschmeckt hat.
schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn es euch interessiert, falls ihr auch die Zeitschrift bekommen habt zum Beispiel, ob es euch interessiert, einfach mal so eins von den Rezepten zu sehen. Als letztes war in meinem Paket dabei eine exklusive Leseprobe, Löffelchenliebe. Auf dem Index hinten steht, mein Name ist Anna Brix. Ich bin 35 Jahre, mein Bindegewebe hat seine beste Zeit hinter sich und das Sportlichste an mir ist mein Eisprung. Okay, hört sich lustig an. Bin ich mal gespannt. Momentan lese ich ja schon ein Buch, aber wenn das lustig ist, vielleicht kaufe ich es mir mal und werde dann natürlich auch über das Buch berichten. Jetzt zu den Preisen der Produkte. Das Florena Dreierpflegeset sind alles drei Sondergrößen. Und von den Handcremes kosten jeweils 100 ml 1,89. Ja, der Preis ist in Ordnung, also halt normaler Handcremepreis. Von der mattierenden Tagespflege kosten 50 ml 4,79 Euro. Hält sich auch in Grenzen der Preis, also ist auch jetzt nicht so teuer. Das Pantene Pro-V, die 1 Minuten Wunder Ampulle, ist eine Originalgröße, kostet 1,99 €. Da sind 15 ml drin, also eine Ampulle. Ja, also wenn ich überlege, was ich für andere Haarpflegekuren ausgebe, ja, normal. Das Trackle Moon, die Reisegröße kostet 95 Cent, sind 60 ml drin. Ja, Reisegröße, wenn ich in Urlaub fahre, kaufe ich auch eine Reisegröße, ansonsten kaufe ich natürlich die große Flasche. Der Micellar Cleanser Sensitive Skin, das ist eine Sondergröße, da kosten 20 Stück 4 Euro. Schon teuer für so Make-up-Entferner-Tücher. Also, ich bin momentan auf den von DM hängen geblieben, die sind nicht ganz so teuer. Ja, mal ausprobieren und mal schauen, ob sich der Preis auch lohnt. Und die Floramare regenerierende Nachtpflege, die Originalgröße kostet 50 ml. Wow, 27,25. Schon teuer. Dafür muss sie aber auch viel bringen. Ja, dann werde ich mich jetzt mal ans Testen machen und euch demnächst berichten, ob die gut war. Und auch die anderen Sachen. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis dann und falls ihr noch irgendwelche Fragen, Interessen, Infos wollt, dann einfach in die Kommentarbox schreiben und ich beantworte euch gern eure Fragen. Tschüss!